Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Pokémon Go. Hier geht's ab. Da fliegen die Fahrradfänger durch die... Da fahren die Fahrradfahrer durch die Gegend und singen sich noch einen ab. Sind gerade auf dem Weg zum Strich. Unser Hotspot für heute, um den Evoli-Tag zu beginnen. Joa, schauen, ob die anderen auch schon da sind. Dreiviertel wollten wir uns treffen, jetzt sind wir ein bisschen später dran. Aber keine Sorge, das wird schon alles fit gehen. 3 Stunden Zeit, Evoli, 3 Stunden Lokmodul, 3-fach Sternstaub, 4,5-fach Sternstaub mit Sternstück. Da kann man ordentlich absahen. Und, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Natürlich keiner da, wie immer, Pünktlichkeit wird ganz groß geschrieben in Hiebuhausen. Hauptsache, wir haben ein schönes Intro mit dem lustigen Fahrradmann. Gut, melden wir uns gleich zurück, wenn es losgeht mit Ingame-Szenen und schönem Wetter. Sieht das nicht herrlich aus? Gleich kommt's runter, das sieht man schon. Hui. 3 Lokmodule angezündet und aus dem ersten, das erste angetippte, leider nicht bei meinem Account, war natürlich gleich wieder ein Shiny, also mehr Glück kann man nicht haben. Immer gleich zu Eventbeginn. Ich muss das mal kurz rumdrehen. Bam. Seht ihr, einmal normal und einmal Shiny. 4 Minuten nach Eventbeginn. Shiny! 564 auf jeden Fall. Da muss ich es aber nur noch kriegen. Shiny! Shiny! 441. Warum hast du nicht geraucht? Da brauche ich nicht. Ich bin nicht Raucher, ich zünd keinen Rauch. Haha! Guck mal, da kommen die Chaoten. Müssen wir mal kurz zeigen hier. Da guckst du dich an, wie sie rumlaufen. Und Wetter! Guten Tag, hab leider keine Hand frei. Aber guten Tag. So hört sich's an, wenn man sich erwärmt. Dada Ike ist auch wieder am Start. Team Rot, wie man sieht. Was? Nein, eigentlich ist er ja Team Blau, aber... So. Wir wollten ja nur live filmen, wenn jemand einen Shiny kriegt und sich übelst freut. Ja, wir haben leider bisher nicht gefilmt, als eins dabei war. Also ich habe ja vorhin bei dem Kuchenstopp hat eins. Oh, los mit dir. Oh. Ich hätte beinahe 1000 Euro gewinnen können. Nicht Rudel, hab nicht angerufen. Toll. Immer anrufen, egal wo. Oh, guck mal, der Toby Cake in the house. Seht ihr den Mann da hinten? Frisch von der Kirmes. Was, von der Kirmes? Frisch von der Kirmes angereist. Ja, ganz so. Für Pokémon Go. Ach, in die Schule ist er auch gekommen. Ist es nicht schön? Hat ein bisschen gedauert, aber ich hab's geschafft. Ja, manche brauchen halt länger. Habt ihr eure Sternstücke alle drin? Ja. Vielleicht muss er aufs Klo. Vielleicht muss er aufs Klo. Vor allem habe ich schon wieder 3 Leute im Hotspot. Ja. Warum? Keine Ahnung. Warum bist du in meinem Hotspot, Mann? Hast du keinen eigenen? Ich habe schon mal gesagt, dass mein Handy sich dann automatisch einloggt. Mhm. Da unten baumelt noch ein Springseil rum. Ja. Oh, Shiny, komm. Oh, ich sehe nichts. Shiny. Ja, mit? Darf ich jetzt auch bitte oh, ich kann es ja, überhaupt ist nicht schlecht, erkennen. Aber das ist egal. Nee, schlecht ist nicht. Die WP sagen ja nichts aus. Vielleicht ist es ja richtig bosshaft. Evo ist echt schlechter zum Zeug jetzt Community Day als normal. Das ist echt unglaublich. Das ist unglaublich, oder? Also ich muss sagen, bisher läuft es ganz gut. Weißt du, wie das jetzt abläuft mit diesen...
finde. Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt's mal drunter. Wie läuft das denn ab mit den Entwicklungen? Na, du kannst Psyana nach Tara bestimmen, indem du halt damit läufst und entweder abends oder tagsüber entwickelst. Und bei dem anderen musst du halt jedes Shiny entwickeln, was du hast, in der Hoffnung, es kommt zufällig ein Blitzer, Flamara oder Aquana raus. Oder du hast die Namensdrucks. Hat sie nicht. Doch, bei einem schon. Die hat keinen Namen. Wenn du die anderen zwei noch nicht verwendet hast, dann tut so weh. Okay. Wie macht denn der Hong das immer? Oder, na gut, die anderen machen das ja nie. Aber der Hong, der läuft doch immer rum. Also ich kann wieder weiterlaufen. Ja, wir laufen weiter. Jetzt hat der Bob geschrieben, wo wir sind. Arrive. Kann mal jemand zurückschreiben? Nein, gell? Muss ich selber machen. Warte, ich mach mal kurz eine Memo. Wir sind jetzt, also wo hast du es denn hingestellt? Wir sind jetzt beim Fahrstuhl. Wir würden jetzt mit dem Fahrstuhl hochfahren und dann wieder durch die Stadt laufen Richtung Strich. Wenn ich laufe halt direkt so zum Strich und dann genau. Treffen wir uns da. Ah, Junge, jetzt habe ich die Memo weggeschickt und sie ist einfach in den Mülleimer geflogen. Hassen? Pass auf, das Treppe laufen. Was für eine Treppe? Ja, genau, die vor. Die Geile laufen, die waren auf dem Fahrstuhl. Irgendwann wirst du so fett wie ich und ja. Dann wärst du auch lieber gelaufen. Genau. Ich muss mal mehr McFit gehen, damit ich die Kamera halten kann. Ja. Shiny! Shiny! Ach, Mensch. Wie, du auch? Ja. Das muss ich nebeneinander halten. Das sind sogar dieselben WP. 274, 274. Ja, ich hatte vorhin 273. Glückwunsch! Jetzt müssen sie nur noch gut sein, oder auch nicht, ist eh scheißegal. Vorher haben wir gleich. Man fängt es ja eh nur so zum Spaß und Zeitvertreib. Ja! 44! Also ich kann das mit einer Hand. 64. Da muss ich es dann nicht immer zu so halten. 44 bis 64. Du musst so die Reihe durch, wie sie alle dastehen und rumsuchten und dann... Viel zu schnell. Bitteschön, mein kleines Lutotzel. Nur für dich. Lutotzel. Jetzt müsste es doch ein Lutotzel hier Community Day geben, dann wäre ich zufrieden. Wollen wir jetzt los? Mein Skirrilia. Naja, Trassler reicht nicht. Wie er jetzt eben da stand, das musst du unbedingt im Video drin lassen. Mengi! Bob, keine Sorge, du siehst nur so dick aus, weil du vorne sitzt. Die anderen werden immer dünner. Also er meinte eigentlich, du müsstest dich weiter hinten. Für alle Metal Gear Solid Fans von den Diamond Dogs. Alles klar. So, wer wollte nicht gefilmt werden beim Eis essen? Guck mal, ich hab ein lecker Eis. Was ist das? Mango? Nee, das ist, ich weiß es nicht. Mein Freund sagt, das ist Energy. Energy, aha. Mit Wodka oder ja, ohne? Ja, Wodka eh. Gut. Sagen Sie zu Wodka eh. Das haben wir gestern getrunken. Hm? Schneid meinen Bauch raus, so Wichser. Da ist aber auch ganz schön viel Wodka eh drin, ja? Einmal hier rüber. Die Bagage filmen. Letzt Rest. Alles gut. Da ist wieder der Team Rot Leader. Ne? Ich habe das falsche T-Shirt an. Alles Tarnung. Ja, alles Tarnung. Das fällt hier nicht auf. Alles für die Gang. Ja, danke. Obwohl ich blau bin. Wie weit seid ihr? Wollen wir dann weiter? Oder willst du jetzt erst rauchen in Ruhe? Ich kann alles gleichzeitig. Ja, du kannst auch deine Zigaretten auf der Treppe liegen lassen und vergessen. Ja, gleichzeitig, während du einen Raid machst. Kann ich auch. Haben wir auch schon gesehen. Der muss kacken.
Was hast du gerade gesagt? Dein Freund muss kacken. Ja. Oh! Ja, mein Freund muss das war der Fahrstuhl. Deswegen fährt er jetzt heim mit dem Auto und kommt dann wieder. Euer Ernst jetzt? Ja. Das Auto steht doch unten beim Rewe. Wir präsentieren den kleinsten Fahrstuhl der Welt, zugelassen für eine Person. Ist so ein richtiger Clowns-Fahrstuhl. Jetzt wollte ich doch rauslaufen, da ist gar nicht die Tür. Warte mal, die Tür geht doch auf, nicht? Ja. Schlag mich nicht, warte mal. Ja, der Kollege, natürlich, jetzt ist wieder hier die scheiß Bilddings abkack. Auch wie man halt nichts sieht, doch einfach mal ein shiny Stolunia zwischendurch mitgenommen. Warum nicht? Dann brauchen wir auch keinen Stolunia C-Day mehr. Aber wir fangen einfach alles so. Vielleicht ist das so ein Duster auch eins. Hast du es schon gefangen? Nein. Und das Pfiffchen war auch kein shiny. Ach, ich meine ja auch das Pfiffchen. Hat keiner gemerkt, gut. Bibi! Bibi! Chili! Chili! Was? Chili! Hey, endlich wieder Chili! So, das war der erste Evoli-Tag, der erste Evoli-Community-Day. Und wir werden mal kurz schauen, was die Leute so alles mitgenommen haben. Wie viele Shinies hast du bekommen? Auf den großen 3 und auf den kleinen 4. Zeig schon mal. Oh. Geht man das? Weiß ich nicht, es blendet alles. Auf dem großen 3, auf dem kleinen 4. Wie viel haben Sie, Monsieur? 3. 3. Ja. Super. Da geht's weiter. Wie viel haben wir? 4. 4 Stück und schon eins entwickelt. Hier gibt's? Auf dem großen 4, auf dem kleinen 4. Auf dem großen 4, auf dem kleinen 4. Ach, kennt man wieder nichts auf dem Bildschirm. Hier sah es gut aus, da nicht, verstehe ich nicht. Was ist denn da los? 7. Und the world's strongest man mit 7 shiny Ebolis. Na, 1 Sets. 6. Ja. 6, genau, der hat nämlich noch einen shiny Stolunia mitgenommen. Super! Ja, was ich gefangen habe, könnt ihr dann sehen. Das schneide ich natürlich noch rein irgendwo oder sagt danach noch was dazu. Jetzt machen wir fix noch ein Red. Ein hässliches Hundemann, was keiner braucht. Aber wenn wir einmal in der Gruppe zusammen sind, nehmen wir den einfach mit. Gehen wir rein, oder? Ich habe mir noch mal Notizen gemacht kurz. Auf dem großen Account Eiverscharf gab es also 7 Shinies. Auf dem kleinen Account Eivermild gab es 8 Shinies. Ich habe die ja immer eingeblendet bei dem großen. Zwischendurch noch ein 100% Zickzacks mitgenommen. Kann man machen, muss man nicht. War ein kleines Mitbringsel nebenbei, sehr schön. Ein Hundemon-Raid zum Schluss noch gemacht. Den laden vielleicht separat hoch. Mal schauen, wie es die Zeit hergibt. Und wir waren noch schön essen danach im Panorama-Restaurant. Da gab es Pizza La Maggiore auf deinen Nacken. So, kann ich immer nur empfehlen. Gutes Ambiente, schön draußen sitzen, lecker essen. Sieht immer gut aus, schmeckt gut, wunderbar. Und ja, jetzt könnt ihr einen Daumen da lassen, einen Kommentar schreiben, kostenlos abonnieren. Oder ihr scheißt einfach auf alles. Ihr guckt das einfach, weil es euch Spaß macht, weil ihr euch dafür interessiert. Fertig. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ich werde noch ein Video hochladen von Tag 2 am Sonntag, den 12. August. Aber diesmal nicht in der Stadt, diesmal im Grünen. Also seid gespannt, was da auf euch zukommt. Ja, da hängt ein Nagel in der Wand. Krieg ich nicht raus, ist egal, bleibt da drin. Auf jeden Fall, wir sehen uns. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.